Ja, hallo ihr Lieben, Memories for You Uschi. Jetzt ist das Glas fertig, ich habe es fertiggestellt. Ich habe doch mal ein anderes Embossing Powder dazu genommen. Also einmal das Be Mine, das ist das, was hier da so glitzert. Das fand ich auch richtig cool. Dann das Real Teal und das Metallic Platinum. Aber am Okay. besten mischt ihr das in eure Lieblingsfarben. Ich wollte nur zeigen, dass es mit mehreren Schichten übereinander geht und es glitzert jetzt halt auch richtig cool. Und da ist das Platinum und das andere ist das Türkis und dazwischen immer wieder das Glitzer. Dann habe ich einfach ein Band drum gemacht, so Embellishment, und dann habe ich oben unseren Herzstempel da noch drauf gemacht, mit einem Erhöhungspad draufgeklebt. Und habt ihr eine richtig mega schöne Deko. Könnt ihr entweder als Teelicht nehmen oder Süßigkeiten, Herzen, Schokoladenherzen reintun und zum Valentinstag verschenken. Was ich noch kurz zeigen wollte, ist, ich habe mit dem Tombow Water-Based die Herzen koloriert. Für alle, die es nicht so mit dem Kolorieren haben, geht es nämlich ruckzuck und sieht echt gut aus. Einfach hier drauf und dann mit dem Wassertankstift und dann bin ich einfach nur praktisch so nachgefahren. Das habt ihr relativ zügig. Muss ich nur gucken, dass das auch gleich trocken ist, dass ich das noch zeigen kann mit dem Schriftstempel. Das finde ich nämlich auch eine tolle Idee. Das hat Iris schon gezeigt in einem, auf einem Layout. Das macht dann noch mal richtig was her. So. Wenn so still ist, Albrecht, möchte nichts erzählen. Kein Geschichtle. Bist Ich wollte sprachlos vor schon lauter fragen, ich bin Schönheit, ganz gell? geflasht. Ich wollte schon fragen, ist das ein Geschenk für mich dann zum Valentinstag? Naja, lass Ich uns. warte ja immer noch auf meine Valentinskarte, die du mir ja schenken Am wolltest. Da bin, ja, Valentinstag, stimmt, genau, da ja, bin ich seid gespannt. gespannt, ob Ja, es also ich Albrecht bin schafft, echt gespannt. seiner Liebsten ein kleines So. Kartengeschenk zu Ich gestalten. lasse das jetzt so. Ich tue es ganz kurz geschwind föhnen, dass das heiß wird. Ja. Ups. Nicht, dass es heiß wird, dass es trocken wird, natürlich. Dass ich euch das noch kurz zeigen kann. So, und jetzt nehmen wir einfach noch unseren neuen Schriftstempel dazu. Könnt ihr gerade so auch lassen. Und einfach hier ein bisschen drauf machen und dann ganz normal einfach nur mit den Händen drüber. Wahllos, Langt dann sieht schon. es so aus Hoppla, war und zu dann schnell. einfach ausschneiden. Und Ja. wenn es ausgeschnitten ist, sieht es so aus. Oh, Das ist echt schön. Also meine ich bin Herren. total begeistert, was aus so einem Marmeladeglas geworden ist. Ja, das war's auch schon. Bleibt gesund und kreativ. Memories for you, Uschi. Ciao. Tschüss.